Meinetwegen, wenn du mich nicht mehr brauchst, wenn du von meinen jahrelangen Erfahrungen als erfolgreicher Rachenehmer nicht profitieren willst, dann bye-bye. Wir sind eingesperrt. Ich sehe es. Ich wette, er war das, mein Bruder. Ich schwöre, das Rache, doppelte Rache. Meinst du nicht, dass du eventuell ein bisschen zu viel über Rache nachdenkst, anstatt das Missverständnis einfach mal klären zu wollen? Nein, halt dein Maul. Aber pass auf, das wird dir noch leid tun. Das war dein Handy. Ich meine das hier. Ich weiß, wie du mir so ich. Ach, halt dein Maul! So pfiffig wie du bist, schaffst du alleine eh keine gute Rache. Deshalb habe ich ja dich dazu geholt. Falls du allen Ernstes gedacht hast, ich mache hier alles alleine für dich, hast du dich gewaltig geschnitten. Keine Sorge, wir werden alle zufrieden sein. Wir arbeiten in feinstem Teamwork. Jeder macht nur genau das, was er besonders gut kann. Ich höre. Ich Team, du Work. Nee, sorry. Das gebe ich mir nicht. So lasse ich mich nicht von dir behandeln. Bye. Aber weißt du was? Es gibt diesen November noch einen Freitag, den 13. Und ich hoffe so sehr, dass es dich erwischt. Und am wievielten November? Naja, ich muss das ja wissen, um das Unglück aufhalten zu können. Ich meine das ernst. Ich meine das auch. Aber bitte nenn mich Kevin und nicht Ernst. Nee, sorry, ich bin raus. Wie sieht's mit Geld aus? Was ist denn du jetzt für ein Tick? Was für Geld? Ja, hast du gedacht, ich mach das hier umsonst oder was? Du musst zahlen. Du musst Buchstaben ohne Kack, was willst du von mir? Weißt du was? Vergiss es einfach. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Video, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von beiden Teilen haltet. Hier links oder rechts oder wo auch immer findet ihr nochmal den ersten Teil verlinkt. Würde ich mich, wie gesagt, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, nochmal frohes neues Jahr. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Man sieht sich. Ciao.